Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten, hoffentlich Daily Vlog. Und ich bin krank. Zumindest so ein bisschen. Also es geht mir eigentlich ganz gut, aber meine Nase läuft ununterbrochen und meine Stimme ist komisch und ich muss husten. Blöde Krankheit. Wie ihr auch schon wieder seht, bin ich wieder aus Texas zurück und wieder in Utah. Die Zeit verging so unglaublich schnell. Ich war da für genau eine Woche von Samstag bis Samstag und mir kam es vor wie 2-3 Tage. Unglaublich. Donnerstag habe ich mich mit meinem Kumpel getroffen aus Eisenach, also mit meinem Klassenkameraden aus Deutschland, der ein Auslandsjahr in Amerika macht, habe ich mich in Amerika getroffen und das war so geil. Wir hatten so viel Spaß und es war einfach so cool, immer wieder zu sehen. Und lustigerweise waren sogar seine deutschen Eltern zu der gleichen Zeit auch da. Also habe ich ihn, seine deutschen Eltern und seine Gasteltern getroffen. Das war echt, oh, das war so cool. Das hat so viel Spaß gemacht. Und dann waren wir am Freitag noch im Fort Worth Museum für Wissenschaft und Geschichte, was auch ganz cool war. Heute war ein ziemlich cooler Tag. Irgendwie sage ich das fast jeden Tag, ist mir mal so aufgefallen. Ist ja auch egal. Und heute hat mich einer meiner Gastbrüder mit auf Reisen genommen. Denn wir sind heute zuerst schießen gegangen. Das erste Mal in meinem Leben habe ich also eine echte Pistolen und Gewehre geschossen, was ziemlich cool war. Danach waren wir im State Capitol Building in Salt Lake City. Also quasi von der Bundesstaatsregierung das Quartier. Und danach waren wir noch in der sogenannten Sweets Candy Factory. Eine Fabrik, in der die Firma Sweets leckeres Candy, also leckere Süßigkeiten herstellt. Mir fällt von Tag zu Tag wieder auf, wie schlecht mein Deutsch geworden ist. Ich habe gestern mit meinen Eltern und Großeltern geskypt und ich wollte irgendwas erklären und ich habe es einfach nicht auf die Reihe bekommen, weil mein Deutsch so echt richtig, richtig schlecht geworden ist. Voll blöd. Und das Schlimme ist, im echten Leben kann ich nicht schneiden. Das ist immer noch das Schöne bei den Videos. Na gut, mach ich zwar trotzdem kaum, aber ich könnte es. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, die ich ziemlich cool fand. Und zwar gab es in diesem State Capitol Building einige Vitrinen über die Filmgeschichte Utahs. Denn in Utah wurden wirklich eine ganze Menge Hollywood-Filme produziert. Und eine dieser Vitrinen war voll mit Requisiten. Also mit Originalrequisiten aus Filmen. Zum Beispiel gab es dort den Hut, den Forrest Gump trägt. In der Szene, wo er gerade durch ganz Amerika gerannt ist und einen dicken, fetten Bart hat und so. Und seine Laufschuhe. Und dann gibt es da zum Beispiel die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die im Film Vermächtnis der Tempelritter benutzt wurde. Und da gab es noch ein paar andere coole Sachen aus irgendwelchen Filmen. Zum Beispiel der Kompass aus Piraten der Karibik. Nee, Fluch der Karibik heißt es ja im Deutschen. Und ja, ganz viele coole Sachen auf jeden Fall. Und das wollte ich einfach nochmal erwähnen. Das fand ich cool, das alles mal in echt zu sehen und fast anfassen zu können. Nur mit einer kleinen Glasscheibe dazwischen. Das war mein neuester, kurzer, hoffentlich Daily Vlog. Ich hätte es länger und unterhaltsamer gemacht, wenn ich nicht krank wäre. Aber ich brauche Schlaf. Leute, ich brauche einfach Schlaf. Ich brauche Schlaf. Ich brauche Schlaf, ihr Verrückten. Also ja, macht's gut, Leute. Ich hab euch ganz doll lieb und ciao.